Willkommen zurück in der Moped Factory. Wer sehen will, wie man sich so einen schönen digitalen GPS-Tacho selber baut, und ja, der ist noch nicht fertig, der sollte auf jeden Fall dranbleiben. Ihr könnt sehen, wie das Ganze gemacht wird. Und am Ende haben wir noch eine kleine Community-Aufgabe, wo ihr auch nochmal gefragt seid. Also, wer das sehen will, sollte auf jeden Fall dranbleiben. Und ja, fangen wir an. Ich zeige euch jetzt, wie es funktioniert, wie ihr euch das Ganze zusammenbauen könnt. Die ganzen Teile, den Code und alles, was ihr dazu braucht und nochmal eine Schritt-für-Schritt-Anleitung findet ihr natürlich auch auf www.derschrauberling.de. Ihr solltet darauf achten, dass ihr möglichst die gleichen Teile besorgt, die wir auch haben. Wir verlinken natürlich alles, nur es gibt halt verschiedene Arten, sage ich mal. Es gibt zum Beispiel verschiedene Displays, die verschieden angesteuert werden. Und wenn ihr wirklich unsere Anleitungen Schritt für Schritt befolgen wollt, dann solltet ihr darauf achten, dass ihr die gleichen Teile besorgt. Ansonsten könnte es sein, dass ihr was anpassen müsst. Ja, so viel dazu. Ich zeige jetzt erstmal, was ihr alles braucht und dann fangen wir an. Ja, was braucht ihr alles? Also als allererstes natürlich einen Mikrocontroller, der alles steuert. Das hier ist ein Arduino Nano bzw. Nachbau. Ist relativ klein, handlich und für unsere Zwecke ganz gut. Als nächstes ein Display. Das hier ist ein 1,3 Zoll OLED-Display. Da ist der Vorteil, dass es recht schnell reagiert. Man kann es auch noch ganz gut in der Sonne ablesen und die Größe finde ich ist auch ganz gut. Ihr solltet darauf achten, dass ihr das mit den 7 Pins oben, also mit diesen 7 Anschlüssen besorgt. Link findet ihr natürlich bei uns in der Beschreibung. Weil es gibt es auch noch mit weniger Pins und dann würde es nicht funktionieren, zumindest nicht mit unserem Code. Ja, als nächstes GPS-Modul, das kann man einfach so kaufen, ist auch nicht viel zu sagen. Das ist die Antenne, ja, das benutzen wir einfach so. Als nächstes, also erstmal vorneweg, alles, was ihr jetzt hier seht, daraus könnt ihr eigentlich schon einen fertigen Tacho zusammenbauen. Ihr braucht natürlich noch ein paar Kabel und dann eine Powerbank als Stromversorgung, aber das wäre eigentlich alles, was ihr braucht. Wir wollen das Ganze natürlich noch ein bisschen mobiler machen, deswegen haben wir hier noch so einen 1100 mAh Akku besorgt, 3,7 Volt, deswegen braucht ihr hier noch so ein Charging Board, damit ihr das mit euren 5 Volt laden könnt. Hier ist auch schon ein Tiefenentladungsschutz drin. Ja, so, das sind eigentlich alle Sachen, die ihr braucht, außer die Kabel, die kommen natürlich noch dazu. Das zeige ich euch gleich. Und wir werden das jetzt erstmal auf dem Breadboard hier zusammenbauen. Ich zeige euch, wie das alles angeschlossen wird. Und ja, dann ist es eigentlich schon fertig für den ersten Test. So einfach geht's. Code müssen wir natürlich noch draufladen, das zeige ich euch gleich, wie es geht. Und ja, wir stecken das jetzt erstmal zusammen. Ja, ich bin mal ein bisschen mehr in die Totale gewechselt, damit ihr vielleicht besser erkennen könnt, was ich hier mache. Erstmal nochmal alles weg. So, hiermit fangen wir an. Nehmen wir jetzt erstmal die Mikrocontroller und stecken den uns hier so an die Seite. Über diese Rinne in der Mitte, weil die auch nicht miteinander verbunden sind, damit wir daran anschließen können. Hier schön an die Seite, damit ihr hier nachher das Kabel dran anschließen könnt. Ja, als nächstes einfach die anderen Sachen so drauf, dass man da einigermaßen dran kommt. Müsst ihr eigentlich eh nicht machen. Es sei denn, ihr wollt es auch erstmal so zusammenbauen, weil ihr ja wisst, wie es am Ende auszusehen hat und das einfach direkt zusammenbauen könnt. So, jetzt sind wir natürlich hier in der Lage, an jedem Pin einzeln unsere Kabel anzuschließen. Ja, und dann fängt eigentlich schon das große Anschließen an. Ich blende euch einfach ein, was ihr woran anschließen müsst, und dann schließt ihr es einfach so an. Ihr habt hier oben Bezeichnungen dran, genauso hier auch und hier auch. Und jetzt müsst ihr einfach nur noch das miteinander verbinden, ja, was ich quasi euch da vorgebe. Ihr habt zum Beispiel hier VCC, VCC habt ihr an beiden. Das sind einfach eure 5 Volt, also eure Stromversorgung. Deswegen verbindet ihr die. So. Und ihr wollt natürlich auch Strom haben, deswegen geht ihr dann hier auch auf eure 5 Volt. Wenn ich sie denn jetzt hier hinter der Kamera finde, da. Und verbindet das dann auch damit. So. So geht ihr das jetzt einfach alles durch, was ich hier mache. Und dann sollte das eigentlich funktionieren.
Ja, wir wollten das Ganze ja über den Akku betreiben und nicht über eine Powerbank, dass man das alles schön kompakt zusammenbauen kann. Und deswegen werden wir uns jetzt mal darum kümmern. Ja, hier ist dieses Charging Board. Da muss man halt schauen, der Akku wird eigentlich hier oben an diesem Stecker angeschlossen. Aber das wollen wir jetzt eigentlich nicht machen. Also ich dachte, dass wir den Akku jetzt einfach direkt dran löten. Deswegen versuchen wir mal, diesen Stecker da abzulöten. Und ja, dann hat man natürlich die normalen Ausgänge und kann das Ganze über Micro-USB laden. Also holen wir mal unseren Lötkolben und dann versuchen wir das mal auszulöten. Ja, so den Stecker haben wir abgelötet. War jetzt doch ein bisschen kniffliger, weil es halt da ein bisschen versteckt war unter diesem Stecker, aber es hat funktioniert. Jetzt sieht man hier diese zwei Anschlüsse. Da. Und da werden wir jetzt einfach den Akku dran löten. Der hat ja auch, wie man hier sieht, ein schwarzes und ein rotes Kabel. Und da gibt es auch ein Plus und ein Minus. Also einfach das rote an Plus, das schwarze an Minus. Die Kabel lasse ich jetzt erstmal so lang, weil ich jetzt noch nicht genau weiß, wie wir das später machen. Deswegen lasse ich jetzt erstmal so lang. Ja, die kann man natürlich kürzen, wie man will. Im Nachhinein auch noch. Das geht ja ganz einfach. Also löten wir die jetzt erstmal da dran. Ja, der Akku ist verlötet. Jetzt ist es eigentlich schon so weit, dass ihr testen könnt, ob der Akku auch lädt. Dazu braucht ihr halt natürlich dann das passende Kabel. Ich hole mal eins. Und das Ganze einfach hier eingesteckt. Ja, wie ihr sehen könnt, das Lämpchen leuchtet rot. Das bedeutet, der Akku ist nicht voll, sondern er lädt gerade. Und ja, wenn der Akku voll ist, dann fängt die Lampe grün an zu leuchten und ihr wisst, ah, der Akku ist voll. Das Ganze dauert natürlich ein bisschen. Ja, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass der Akku auch funktioniert und machen weiter. Ja, kommen wir nun zum Code, den ihr auf euren Mikrocontroller laden müsst. Dazu erstmal den Mikrocontroller hier über das Mini-USB-Kabel mit eurem PC verbinden. Oh. So, kommen wir zu dem Part, den ihr am PC erledigen müsst und der ist eigentlich echt kurz. Also als erstes geht ihr auf die Arduino-Website, da auf Software und dann ladet ihr euch die Arduino IDE runter. Hier könnt ihr die verschiedenen Systeme auswählen, einfach euers auswählen, runterladen und installieren. Wenn ihr einen Link wollt, das findet ihr natürlich hier auf unserer Website, derschrauberling.de. Ja, da gibt es nochmal eine genaue Anleitung dazu. So, wenn ihr das runtergeladen habt, dann installiert ihr das und öffnet es. Das sollte dann so aussehen. Das ist jetzt einfach die normale Umgebung von der Arduino IDE. Hier müsst ihr jetzt als erstes euren Mikrocontroller auswählen. Dafür geht ihr auf Werkzeuge und dann habt ihr hier oben Board und da wählt ihr Arduino Nano aus. Wenn ihr den Nachbau Arduino benutzt, wie wir den jetzt hier benutzen, dann kann es sein, dass ihr hier den alten Bootloader auswählen müsst, also Old Bootloader. Standardmäßig ist wahrscheinlich der ausgewählt, das funktioniert dann nicht. Müsst ihr einfach ausprobieren. Wenn es nicht funktioniert, dann probiert das hier einfach nochmal aus. Dann müsst ihr den Port auswählen, wo euer Arduino angeschlossen ist. In dem Fall hier bei mir kommt 5. Wahrscheinlich habt ihr auch nur einen zur Auswahl. So, als nächstes öffnet ihr dann unseren Sketch, den ladet ihr euch einfach, also unseren Code, den ladet ihr euch einfach bei uns auf der Website runter. Dann geht ihr auf Öffnen. Ja, dann öffnet ihr den Code. Und der öffnet sich dann im neuen Fenster. Das macht aber nichts, die Einstellungen bleiben behalten. Ihr könnt euch den hier noch anschauen, wenn ihr wollt. Und dann geht ihr einfach hier oben auf Hochladen. Und dann seht ihr auch hier unten schon, Sketch wird kompiliert. Und dann müsst ihr einfach abwarten, während in der Zeit wird dann euer Code auf den Arduino geladen. Ja, wenn das Ganze hochgeladen ist, dann ist es soweit fertig. Das ganze Programm sollte dann schon funktionieren. Ihr könnt auf eurem Tacho sehen, ob was angezeigt wird. Wenn hier eine Fehlermeldung erscheint, dann ja, müsst ihr nochmal durchgucken, ob ihr alles genauso gemacht habt. Am ehesten die häufigsten Fehler sind wahrscheinlich, dass hier der Bootloader nicht stimmt, vielleicht auch das Modell nicht stimmt oder hier etwas falsch eingestellt ist. Das übernimmt ihr einfach so. Das ist einfach nur euer Port, also das wird nicht unbedingt COM5 bei euch sein, das ist einfach nur der Anschluss in eurem PC, an dem jetzt euer Arduino dran ist. Normalerweise gibt es aber auch nur den zur Auswahl, wenn ihr jetzt nur einen angeschlossen habt. Ja, so.
Jetzt kann ich euch noch zeigen, dass das Ganze auch funktioniert mit der Powerbank. Also ab jetzt müsst ihr den Arduino auch nicht mehr am PC dran haben. Ihr könnt ihn abstecken und auch einfach über einen, über die Powerbank betreiben. Ja, was ich jetzt noch gemacht habe, ich habe hier jeweils an den 5 Volt und den Ground-Ausgang ein Kabel gelötet. Das findet ihr einfach hier oben in der Ecke. Gibt es die beiden Ausgänge, steht auch jeweils dran, 5 Volt und Ground. Und ja, so können wir das Ganze jetzt einfach an unser System hier anschließen. Ihr solltet natürlich darauf achten, dass sich die Kabel nicht mehr berühren, weil das jetzt unter Strom steht. Und dann schließt ihr die an. Und wie ihr seht, jetzt läuft alles über den kleinen Akku. Ja, um das Ganze zu testen, habe ich es jetzt mal kurzhand in ein Gehäuse gepackt. Einfach alles erstmal rein und mit ein bisschen Panzertape oder Isolierband oben zugetaped, damit es nicht rausfällt. Und ja, so können wir das jetzt schon mal testen. Ich werde jetzt mal mit euch rausgehen und dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Und ja, dann kommt natürlich noch unser Finish, aber da könnt ihr mal gespannt drauf sein, was wir da noch vorhaben. Ja, wie ihr sehen könnt, es funktioniert. Viele werden jetzt wahrscheinlich sagen, ja, sieht total zusammengebastelt und gestopft aus. Ist auch so. Die Sache ist, wir sind uns noch nicht sicher, wie wir das Gehäuse bauen sollen. Wir haben schon so ein paar Ideen, aber so ganz zufrieden sind wir nicht. Und ja, da kommt ihr jetzt ins Spiel. Schreibt mal in die Kommentare, wie würdet ihr das Gehäuse bauen? Ihr habt ja ungefähr jetzt gesehen, wie die Abmessungen sind und vielleicht hat einer eine gute Idee. Oder vielleicht hat auch jemand einen 3D-Drucker oder sowas und will das mit uns zusammen machen. Würde uns sehr freuen, weil das soll am Ende schon irgendwie was hermachen. Und ja, bis jetzt macht das halt nicht. War jetzt nur zum Ausprobieren, aber wie ihr sehen könnt, es funktioniert auf jeden Fall. Und ja, dann kommt noch eine andere Sache. Und zwar kann das Ganze ja bis jetzt nur die Geschwindigkeit anzeigen. Und da hat man natürlich noch viel mehr Möglichkeiten mit dem GPS. Also man könnte halt noch sowas wie Uhrzeit, Höhenmeter oder die Satelliten oder die erreichte Höchstgeschwindigkeit. Das kann man natürlich alles noch drauf machen. Da wollen wir euch auch mal fragen, was gehört eurer Meinung nach noch in so ein Mofa-Tacho oder auf so ein Mofa-Tacho? Wir könnten dann dafür den Code schreiben und den hochladen. Dann könnt ihr das bei euch auch einfach draufladen. Also einfach mal reinschreiben, was sollte eurer Meinung nach oder was darf eurer Meinung nach nicht fehlen? Was natürlich auch noch fehlt, ist ein Ein- und Ausschalter. Den werden wir dann noch, wenn wir das halt ins Gehäuse bauen, ranbauen. Deswegen das Ganze jetzt auch noch in diesem Ding, einfach weil wir noch nicht wissen, wie wir es am Ende machen. Das wird natürlich dann auch noch richtig verlötet. Das ist ja jetzt zum größten Teil noch alles gesteckt. Ich denke aber, ihr habt verstanden, wie man es zusammenbaut und ja, könnt es ganz einfach nachbauen. Alles, was wir gesteckt haben, könnt ihr natürlich auch direkt löten. Diese ganzen Bauteile kommen auch meist nicht mit vorgelöteten Pins, also dann kann man das direkt drauf löten. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr habt viele gute Ideen. Schreibt in die Kommentare, wo ihr die ganzen Sachen findet. Wisst ihr ja, www.derschrauberling.de, da gibt es einen Artikel zu. Ich hoffe, ihr baut es nach. Und ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, ob euch sowas gefällt, ob ihr öfter so Videos sehen wollt. Es gibt ja noch viel mehr Sachen, die man da machen kann, besonders mit so Mikrocontrollern für halt Mofas oder alles Mögliche. Ja, einfach in die Kommentare und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao! Wer selber bauen kann, der sollte auf jeden Fall dranbleiben. Wir gehen das alles Schritt für Schritt durch, erzählen euch, wie es funktioniert und ich mache das Video jetzt nochmal neu, weil es verschlägt. Tacho! Der Tacho. Moment. Das Tacho. Tachometer. Tacho, Tacho. Der auch das Tacho. Oh, es geht beides. Okay.